Hallo und herzlich willkommen zu Part 44 von Let's Play Cities XXL. Wir haben immer noch unser Megabauwerk im Bau. Wir haben ein Spitzenkräfteproblem, wir haben ein Alle-Kräfte-Problem. Also wir haben eigentlich nur Probleme. Und das müssen wir irgendwie auch weiter angehen. Letztendlich mit allen Ebenen. Um dem ein bisschen entgegenzukommen, habe ich mich jetzt entschlossen, nochmal Spitzenkräfte anzusiedeln. Spitzenkräfte sind, naja, sehr zahlreich in diesen großen Gebäuden und haben immer relativ schnell ziemlich viele Effekte. Schauen wir mal einfach, ob das hier auch so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Denn letztendlich habe ich mit dem Park die Beschäftigung, nicht die Beschäftigung, die Umweltgegebenheit ein bisschen verbessert. Und ich möchte einfach mal reinholen, was geht hier an dieser Stelle. Ist dann natürlich zugegebenermaßen blöd für die Leute, die hier ihr Strandhaus und so weiter haben. Aber wir brauchen einfach Spitzenkräfte. Wir brauchen eigentlich alles. Also ich kann gar nicht sagen, was wir nicht brauchen. Was wir nicht brauchen, sind weitere Probleme. Aber wir brauchen auch hier, seht ihr meinen verzweifelten Versuch, nochmal ein paar gelernte Arbeitskräfte in die Stadt zu holen. Wir brauchen alles. Ich brauche vor allen Dingen 5 Arme mindestens, um alles auf einmal zu koordinieren und zu erfassen. Und es übersteigt so langsam aber sicher die Kapazitäten, die man dafür hat. Ja, das hat sich voll gelohnt. Ich bin begeistert von meiner Planung. Alles, was an Leuten kommen kann, soll kommen. Ist die Gegend hier noch so schlecht? Sie kann nicht schlecht genug sein für euch. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Zeig mal her. Nachdem ich den Park da gesetzt habe, müsste das eigentlich etwas besser sein. Ja, ist es auch. Ich setze sogar noch einen zweiten Park, denn es ist mir einfach wichtig, dass hier nochmal Leute wohnen. Letzten Endes spülen ja auch die Geld rein. In die Kassen natürlich. Und lieber will ich Wohnraum angeboten haben, als es gar nicht erst gemacht zu haben. Deswegen gibt es das hier. So, die Straße ist schief. Naja, ist jetzt auch egal. Da werde ich wahrscheinlich eh nichts bauen können. Das war wieder total durchdacht an der Stelle. Aber ich bin begeistert, wie weit ich hier mitgekommen bin. Da wird bestimmt kein Schwein jemals wohnen, einfach aufgrund der schlechten Bodenwerte. Aber ich habe es dahin gebaut. So. Hier geht's auch nochmal. Juti. Zieht mal da fleißig ein, Leute. Das könnt ihr auf jeden Fall gebrauchen. Und um euch das nochmal schmackhaft zu machen, kriegt ihr auch nochmal eine Klinik. Ich finde, wer so dicht an der Industrie wohnt, kann das durchaus gebrauchen. So.
Ihr bekommt auch durchaus von mir aus nochmal eine kleine Schule. Obwohl, das ist total grün. Nee, wir müssen ja das Geld nicht direkt verschwenden. Das können wir aber machen. Und auch das hier. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich kann sogar noch einen davon bauen. Und jetzt ist aber gut hier. Braucht ja nicht unverschämt werden. Ja, mal schauen, wie sieht's denn aus hier? Ich bin hier zumindest wieder auf 0-0. Das ist schon mal wieder ganz gut. Das gefällt mir immer noch nicht. Wir gucken mal hier rein, ob es schon wieder einen Unterbrecher gibt. Es gibt schon wieder einen Unterbrecher. Nämlich die ganz normalen Kräfte, also Einser und die Dreierkräfte, fehlen wieder vorne und hinten. Die Kraftwerke sind am Netz. Nein, nicht vollständig. Ja, hier werden sie hoffentlich so peu à peu einsiedeln. Wer weiß das schon. Hier machen wir mal nochmal sowas hin. Auch die werden sich bestimmt hier nochmal peu à peu hinsetzen. Wer wohnt nicht direkt gern bei der Arbeit? Wie schlimm ist denn das Lebensumfeld hier? Na, es geht so. 20 Sicherheitsgebäude. Hey, Leute. 1000 Punkte. Nur kaufen kann ich mir davon nichts. Das Lebensumfeld ist hier schon wieder richtig gut geworden, muss man dazu sagen. Ist das hier ein kleines Gebäude oder sind das hier große Gebäude? Niedrige Dichte. Ach hey, was ist denn da in mich geraten? Blöde Formulierung. So. Oh. Oh. Da habe ich mich jetzt gerade ganz schön blöd angestellt. So. Definitiv muss der sich hier wieder verbinden. Okay, das macht er. Der hier auch. Zumindest mit irgendwas. Okay. Dann bauen wir hier nochmal so eine blöde andere Straße. Irgendwie hier so. Mal schauen, was wir damit machen können. Und dann nochmal den hier. Zack. Stufe 3 natürlich. Ich kann echt keine Rücksicht mehr darauf nehmen, ob das nun industrienah ist oder nicht. Ich brauche euch, Leute. So, hier, das geht leider nicht. Okay. Gut. Ja, auch das ist wieder ein bisschen Lebensraum, der da jetzt geschaffen wurde. Ich hoffe doch, das wird wieder genutzt. Ist nicht mehr der schönste Bereich, das ist mir sowas von klar. Aber hier geht es jetzt um Zahlen, Leute. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ich brauche alle möglichen Kräfte, so viele wie möglich. Es mangelt immer noch an 1er und 3er Kräften. Spitzenkräfte sind soweit wieder vorhanden, sehr schön. Damit können auch alle Hotels wieder endlich ihre Leute einstellen, die sie brauchen. Rentabilität ist natürlich beschränkt, ist mir klar. So. Führungskräfte meine ich natürlich.
mal schauen, wie weit wir hier mitkommen. Dieses Tool verhält sich echt merkwürdig. Ist mir egal, ich nehme die Gebäude, die da entstehen, natürlich genauso wie sie sind. So. Gibt hier natürlich auch ein bisschen Park. Und hier gibt es noch ein bisschen Luxus. Und hier auch. Und da auch. Und hier hinter gibt es jetzt Park. Ist hier natürlich eine Marktfläche. Dann wirkt das Ganze schön idyllisch. Und hier gibt es nochmal einen Luxusplatz. Ja, Leute. Damit ist auch die Ecke hier letztendlich irgendwie bepflanzt. Und wir brauchen weiterhin das hier. Führungskräfte ohne Ende. Was macht denn diese Hotelrentabilität? Gar nichts. Was macht hier das Lebensumfeld? Nee, das da. Ist merkwürdigerweise ein bisschen roter als nötig. Und um das zu kompensieren, machen wir jetzt nochmal den Spaß. Nee, machen wir nicht. Da. Und hier irgendwo. Nee, Terrain zu uneben. Und jetzt gibt es wieder Führungskräfte ohne Ende. Sobald ich einen möglichen Platz zum Bauen finde, versteht sich. So. Gut. Wohnraum da. Alles andere werden kleinere Gebäude besetzen, da bin ich ziemlich sicher. Okay, hier scheint die Steigung ganz schön krass zu sein. Jutti, dann nehmt nicht so viele, wie ich es mir erhofft hatte. Oh, hier, Leute, da ist es passiert, was ich gesagt hatte. Wir haben hier schön jemanden, der quasi auf der Autobahn wohnt. Ein interessanter Glitch. So. Ist mir glatt ein Screenshot wert. Müsst ihr kurz warten. So. So. Weiter geht's. Dekoration. Natürlich haben wir auch hier einen Markt. Und dann ein Park. So. Dann geht's los. Und zwar so hier. Okay. Hier scheint es mal richtig steil zu werden. Führungskräfte Level 3. Ich
mal ein bisschen dichter ran. Vielleicht klappt es dann mit dem Positionieren besser. Nee. Blöde Rasterung. Gut. Auch das will nicht. Hier gibt es nochmal einen Einzelhandel. Ah, wir sehen den Schatten eines neu entstehenden Gebäudes. Das sehe ich doch sehr gern, Leute. Eins zu wenig, meine ich. Also so. Und so. Mal schauen, was wir jetzt drinnen noch rankriegen. Nee, Stufe 3 versteht sich von selbst. So. Und Stufe 2. Einmal hier. Nee, doch nicht. Okay, nix Stufe 2. Doch hier. Ja, hier ist eine ganz schöne Klippe zwischen, auch wenn es gar nicht danach aussieht. Jutti, das ist das neue Führungskräfteviertel. Und wir haben immer noch keine Arbeitslosigkeit bei den ganzen Kräften. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir auch hier noch nichts machen können. Doch, Einser und Dreier sind dabei. Leute, 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 es geht weiter. Es ist einfach der Hammer. Wir machen einfach mal vielleicht noch einen Kuhhandel. Einserkräfte und Dreierkräfte. Mit dem Kuhhandel müsste ich ja hier eigentlich auch nochmal... Genau. Strom ist jetzt oben angekommen. Jetzt geht es einfach um den ganzen Rest und der soll jetzt mal hier klarkommen. Was ist denn hier so rot? Warum war denn das rot? Hm. Hier sind die Leute auch schon so weit wie möglich eingezogen. Wir sind bei 2,3 Millionen, Freunde. Und die Kraftwerke sind jetzt endlich wieder voll besetzt. Auch dieses hier hinten. Das ist doch schon mal eine ganz tolle Sache. Die Hotels an sich... Oh, hier ist wieder Tourismus frei geworden. Wenn ich das richtig sehe, Ressourcen. Tourismus, genau. Könnte an den Parks liegen, die ich hier gebaut habe. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Tourismus? Zufriedenheit wird durch Tourismus. Besondere Boni sind auch vorhanden. Naja. Es geht hier geradeaus weiter, das ist doch schön. Ich hol mal noch ein paar Kräfte. Obwohl, nee. Lieber nicht die Sache ins Wanken bringen. Nachher kippt's noch. Stattdessen mache ich mal hier noch so einen dämlichen Park hin. So. Und errichte auch noch mal ein Tourismushotel. Nee, das war hier. Jetzt natürlich immer die gleichen. Einfach weil es nicht mehr so viele gibt, die ich nicht gebaut habe. Genau genommen gibt es keins, was ich noch nicht gebaut habe.
So, dann haben wir noch mal wieder dieses hier. Das kommt hier schön hin. Und damit ist auch das wieder mal erledigt. Eine Straßenverbindung kriegt es natürlich. So. Ja. Wie sieht's aus? Freie Stellen über 4900. Aber halt für Arbeiterklasse 2. Das kriegen wir doch auch irgendwie voll und hin. Hier war mal ein Flughafen, nur so zur Erinnerung. Natürlich voll die Wohnkaserne hier, da, das ist mir klar. Aber ich glaube, jetzt geht es wirklich um Effizienz und viele, 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 viele Leute auf einmal. Also mehr ich bekomme, desto besser. Deswegen bin ich auch gern bereit auf diese Seite. Hier nochmal einen großen Stadtpark zu setzen. So, und auf diese Seite den eckigen Stadtpark, der sich viel schneller baut, merkwürdigerweise. Ich finde es auch erstaunlich, dass der große Stadtpark insgesamt weniger wert ist als der kleine Stadtpark, aber na gut. So, die Straßen daten wir noch ab. Dann haben wir hier natürlich Parks und so weiter. Soll ja wenigstens so tun, als wäre es schön. Dann setze ich auch hier nochmal ein paar Führungskräfte hin. Ich bin sicher, dass dieses Gebäude irgendwann besetzt wird. Wenn nicht jetzt, dann später. Insofern, ach, siehst du, da kommt schon was. Es ist jetzt nicht so dramatisch, dass ich den hier gesetzt habe. Dieses Gebäude hat keine Verbindung zur Straße. Wie konnte ich das denn dann da hinsetzen? Alter Schwede. Das war ein Einsergebäude. So. Da hat es aber eine Verbindung zur Straße. Da bin ich auch sicher. Gut. So, das läuft. Unsere Landwirtschaft bricht komplett zusammen. Und zwar trotz, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, trotz der Tatsache, dass wir, Konzentration, die Steuern gesenkt haben. Ja, genau, wir haben ja sowas Verrücktes gemacht wie Steuern senken für die Landwirtschaft. Leute, da sind wieder welche. Immer zuweisen. Unser Projekt geht erstmalig wieder vorwärts. Ich bin schwer begeistert davon, freue mich darauf. Und wie es weitergeht mit dem Großprojekt, seht ihr im nächsten Part von Let's Play.
Cities XXL, bis dann. Euer Nevis, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ciao, ciao, bis dann.